Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner kleinen Vorstellungsrunde. Nachdem ich letzte Woche all denjenigen unter euch, die sie noch gar nicht kannten, zum ersten Mal meine kleine japanische MOBA vorgestellt habe und all denjenigen, die sie schon kannten, doch mal wieder auch ein kleines Fahrvideo gegönnt habe, dachte ich, ich mache mal weiter. Denn ich habe zwar keine große Modellbahnanlage, dafür halt mehrere kleine. Und nein, der Koffer ist nicht Deko und der Koffer ist auch nicht, sagen wir, die Aufbewahrungsstelle für das entsprechende Rollmaterial, sondern wenn ich dann mal rangehe und ihn aufmache, dann seht ihr, die MOBA ist im Koffer und zwar völlig wörtlich. Ja, wie ich darauf gekommen bin, weiß ich eigentlich gar nicht mehr so ganz genau. Ich kann mich erinnern, dass ich vor längerer Zeit die ersten Videos zu entsprechenden Kofferbahnen gesehen habe und sofort total angefixt war und noch heute den ein oder anderen YouTube-Kanal unendlich gerne gucke, wo eine Kofferbahn drin ist. Aber ich weiß nicht mehr genau, wann und warum ich die Idee hatte, das mal selbst umzusetzen. Als ich aber dann die Idee hatte und das einfach mal ausprobiert habe, nämlich ein paar Gleise, die ich noch hatte, reingelegt in diesen Koffer und festgestellt habe, oh, das passt ja, hier kriegt man ein kleines Oval hin, da war ich eigentlich nur noch einen winzigen Schritt entfernt von meiner eigenen kleinen Kofferbahn. Und auch die ist natürlich Schritt für Schritt entstanden und der erste Gedanke war natürlich, dass man im Deckel weniger Platz hat als entsprechend im Hauptteil des Koffers, nur, dass ich dann letztendlich den Hauptteil tatsächlich zwar genommen habe, aber nicht für die Anlage und den Vordergrund, sondern für den Hintergrund, weil ich finde, da lässt sich eine schöne räumliche Tiefe einfach erzeugen. Und der Gedanke war von Anfang an, ich möchte irgendwas mit Bergen haben. Und nein, ohne Tunnel, ohne Schnickschnack, aber die Berge im Hintergrund. Entsprechend mit einem kleinen Wald etc. Und da macht sich dann, glaube ich, so ein, sagen wir, bayerisches Idyll doch eigentlich ganz gut. Und für den Vordergrund habe ich mich entschieden, relativ zeitlose Gebäude zu nutzen. Das heißt, die Häuser, die ihr hier stehen seht, sehen so ein bisschen aus, die waren schon vor 100 Jahren da und im Zweifelsfall waren die auch schon vor 200 Jahren da und sind in Anführungsstrichen nur renoviert worden, sodass ich auf dieser Anlage eigentlich wirklich alle Epochen fahren lassen kann. Und das mag ich besonders und jetzt will ich auch gar nicht weiter groß drum herum reden, sondern hole mal auch ein bisschen noch passendes Rollmaterial raus. Oh je, ja, sie war eine Weile tatsächlich in Anführungsstrichen nicht mehr draußen und ist nicht mehr gefahren. Deswegen hört man, glaube ich, ganz gut, sie schnarrt und arbeitet gerade ein bisschen, um wieder ein bisschen flüssiger zu werden. Aber das ist tatsächlich meine Lieblingslok. Und ja, ich liebe absolut das Original, aber auch das kleine Set. Das ist nämlich die kleine Köff aus dem Güterzug Jahresset, dieses Jahressonderzugset von 1986 von Arnold. Und da gehört natürlich nicht nur eine Lok zu, sondern es gehören auch fünf wunderbare Waggons dazu. Und ich gebe zu, ich bin nicht der Erstbesitzer dieses herrlichen Sets. Ich habe es erst viele Jahre später gekauft, nicht 1986. Aber ich weiß gar nicht warum. Ich finde einfach, das Set ist so großartig, weil diese fünf Waggons unglaublich liebevoll ausgesucht und aufeinander abgestimmt ausgesucht worden sind.
Sie stellen eine bunte Mischung dar, ja sicher, normalerweise in der Realität. Nun, in der Realität würde man wahrscheinlich doch wohl eher andere Züge fahren lassen. Und ich merke, ich lasse ihn mal gerade wieder hier rasen. Nein, der kann natürlich auch langsamer. Ansonsten stellen wahrscheinlich diejenigen von euch, die schon länger hier zuschauen, fest, der kleine See da im Vordergrund, der kleine Pattenteich, der ist immer noch nicht so richtig fertig. Da hatte ich irgendwann mal versprochen, doch noch ein bisschen weiter zu machen. Aber bis jetzt, ja, hatte ich noch nicht so die ganze Inspirationsquelle, was ich dort letztendlich hinbringen möchte. Ich hatte gesagt, ja, ein paar Leute, die da am Strand baden, da fehlen mir einfach noch ein paar hübsche Preise. Und dann die Überlegung, was für Büsche ich zwischen dem kleinen Teich und den dahinter sich befindlichen Bahnanlagen bringe, damit die Leute, die da baden, so ein bisschen ungestört einfach sind. So, jetzt lasse ich aber definitiv ein paar Bilder noch sprechen und bedanke mich schon mal im Vorhinein fürs Zuschauen und Zuhören und ich hoffe, wir sehen oder hören uns bald wieder. Tschüss!